Bis jetzt haben wir, glaube ich, bei den 10% Dinger nichts Gescheites bekommen, ne? Willkommen, meine Damen und Herren, zurück auf Zero Skins. Heute wird wieder reingegambelt. Ich habe mir heute was Spezielles vorgenommen. Und zwar möchte ich die 50% Cases angehen und heute ausschließlich bespielen, weil bei 50-50 sollte ja eigentlich, meint man zumindest, was rumkommen. Aber zu Anfang natürlich wie immer der Disclaimer, dass Gambling ab 18 ist. Glücksspiel, um es auf Deutsch zu sagen, ja. Ihr müsst euch wirklich selbst unter Kontrolle haben und euer Geld unter Kontrolle haben, wenn ihr auf solchen Seiten oder auch generell irgendwo rumdödeln wollt. Egal ob im Casino oder halt online. Gambling ist sehr gefährlich, denn man kann sehr viel Geld verlieren und darüber hinaus kann man auch süchtig werden. Ich habe wie immer in der Beschreibung die Hotline zur Suchtberatung und folgenden Rat für euch. Wenn ihr sowas machen wollt und euch und euer Geld unter Kontrolle habt, ladet euch ganz gemütlich, keine Ahnung, 15 Euro auf oder den Betrag, den ihr wollt. Die einen werden mehr haben, die anderen werden weniger haben und dann daddelt ihr rein. Denkt immer schön ans Auszahlen, dass ihr rechtzeitig auscasht und nicht denkt, wow, ich habe aus 15,30 Euro gemacht und da mache ich jetzt 60 draus. Nein, wenn ihr 15 Euro plus gemacht habt, dann holt die schon mal raus, wenn möglich. Also je nachdem, wie ihr euch zusammenstückeln könnt, speziell jetzt hier halt. Und dann spielt ihr mit dem Rest weiter. Ja, nicht immer mehr und sowas. Und vor allem halt nicht nochmal neu einzahlen, wenn man sein Limit verbraucht hat. Ich habe für heute $238.58 am Start und werde, wie gesagt, diese 50% Cases uns zu Gemüte führen und dann auch sicherlich mal hier in die ein oder andere High-Tier 50% Chance Case reinschauen. Da ich jetzt nicht so extrem viel Cash am Stiesel habe, kann ich natürlich nicht ganz dicken Dinger aufmachen. Ne? So eine $500-Kiste bleibt uns leider verwehrt. Aber man muss dazu auch sagen, guckt euch mal den Drop an. Ihr geht mit $500 rein und könnt, wenn ihr Pech habt, eine Groundwater bekommen. Und die ist 3 Cent wert oder so. Also, ja, wir haben letztes Mal schon festgehalten, es gibt, so wie überall, gute und schlechte Kisten. Und da solltet ihr reinschauen. Macht sowas nicht. Macht es, also guckt, dass ihr nicht absolut krass fallen könnt. Und falls doch, dann lieber bei kleineren Sachen. Ne, wenn ich jetzt hier für 1,64 Euro oder für $1,64 eine Case aufmache, da ist es dann nicht so ekelhaft, wenn ich auf eine Groundwater runterfalle, als bei $500. Und die Chancen sind hier gleich. Es geht ja auch um 50-50. Nicht vergessen. Ich zeige euch hier wie immer kurz, wie man einzahlen kann. Ihr geht hier oben rechts auf diese 3 Strickelchen und geht dann auch auf Deposit. Das könnt ihr aber auch hier oben direkt machen. Und hier könnt ihr dann, wie ich es letztes Mal auch schon erklärt habe und das Mal davor auch, direkt einzahlen. Also zum Beispiel über euer Konto oder über andere Mittel und Wege, die ich euch jetzt zeige. Das hier ist übrigens das Minimum, diese $2,52, die man einzahlen muss. Und die müsst ihr übrigens auch einzahlen, wenn ihr auszahlen wollt. Wenn ihr reinkommt und einfach mal im Giveaway beitretet, kostenlos. Ne, ihr könnt ja auf der Seite praktisch spielen, ohne dass ihr Geld ausgebt. Ihr gebt einfach auf die Seite, ne, meldet euch an mit irgendeiner E-Mail und irgendeinem Passwort. Ihr müsst keinen Steam-Account verlinken. Dann geht ihr auf Giveaways und danach gebt ihr hier den Code. Also ihr geht am besten schon mal auf Streamroom. Gebt dann hier den Code Babbler ein und joinkt dann dem Room, was ich nicht machen kann, weil ich meinem eigenen Raum nicht joinen kann. Ihr könnt aber auch einfach hier auf den Raum klicken. Hier ist er schon, Join Room. Und dann könnt ihr hier über Joink und dann eben den Code eingeben, Babbler, beitreten. Oh, ich sehe gerade, wir haben sogar ein Knife drin. Letztes Mal waren wir von der Value her nur auf $52, glaube ich, gestanden. Jetzt stehen wir auf 95. Und Babo Phoenix ist drin, na claro. Also kurzum, ihr könnt die Seite eben auch benutzen, ohne dass ihr was eingezahlt habt. Aber wenn ihr dann auszahlen wollt, ich gehe mal hier über dieses Penüpelchen drauf, dann müsst ihr diese $2,52 eingezahlt haben, damit ihr auszahlen könnt. Und wenn ihr eine E-Mail-Adresse eingegeben und bestätigt habt, kommt ihr zu diesen Zahlmethoden. Also Klarna, Giropay-Zahlung mit Handy und Mint. Ihr könnt aber auch wie üblich einfach ein Item-Deposit machen. Guckt da aber auf jeden Fall auf die Fees, also auf die Gebühren. Heute, wie gesagt, 50% Cases und wir gehen direkt ran. Was ich übrigens richtig nice finde, ist, dass gerade das erste Video immer noch so gut bei euch ankommt, dass da nach wie vor neue Leute rankommen, die Seite testen und dann mitunter sogar eine kleine Bewertung schreiben, wie es für sie war, wie es gelaufen ist und so weiter. Und da war Lucifer ganz oben mit dabei, der hat ordentlich reingeballert. Und ja doch, genau, ich muss auch heute noch das Giveaway machen. Leute, heute wird der Gewinner festgestellt, der diese wunderbare M4A1S Hyperbeast gewinnen kann. Denn im ersten Video war dieses Giveaway über die Kommentare, da. Also wer da kommentiert hat und seine Meinung zu dieser ganzen Gambling-Geschichte geschrieben hat, der hat die Chance hier die M4 abzugreifen. Das werde ich dann später noch ziehen, hier in diesem Video. Da sieht man dann den Gewinner. So, kommen wir jetzt zurück zu unseren 50% Cases. Wir haben hier einmal diese kleineren Cases, habt ihr eben schon gesehen. Es gibt eine für 1,64, eine für 2,50, eine für 4,50, 5 und $9. Denkt dran, dass ein Coin ungefähr $1 entspricht. Deswegen sage ich ab jetzt wahrscheinlich auch einfach wieder nur Dollar und nicht Coins. Wie der Name schon sagt, haben wir 50% Chance darauf, etwas Goldenes zu bekommen. Und eben die anderen 50% Chance, so eine tolle Groundwater zu bekommen. Entweder Minimal oder Fehltested, yay. Ihr könnt hier oben aber auch umschalten, damit es günstiger, auf 30% Chance, sonst hat ihr nur noch $1
11 oder sogar auf 10% Chance, dann zahlt ihr 55 Cent. Aber bei 10% ist halt, ja, es ist sehr schmal, die Chance, sehr schmal. Ich meine, natürlich hole ich da jetzt was raus, das ist klar. Guter Anfang. Und was sich übrigens auch noch gewünscht wurde, ist, dass ich hier alles in mein Backpack putte. Denn dann können wir später schauen, wie arg broke ich gegangen bin. Wenn das Geld leer ist, kann ich ja immer noch verkaufen, um weiterzumachen. Aber ich werde jetzt alles ins Backpack machen, um dann eben zu gucken, wie es so lief. Ich gehe jetzt hier direkt hoch auf die 50% Chance und öffne jetzt mal. Und das wirkt wie so ein magischer Schwellenwert. Man denkt sich immer, ja, 50-50 ist schon sehr gut. Hätte ich 51% Chance, dann würde ich ja fast nur gewinnen. Aber so ist es halt eigentlich nicht. Sodele, Leute, sodele. Wir haben hier 9,32 $ rausgeholt. Ich putte es in mein Backpack. Wir sind mit 8,5 reingegangen. Hier oben sieht man auch direkt, dass wir hier unter anderem bei der Galil AR Eco 139% plus gemacht haben. Hier 41% und hier bei der Negev immerhin noch 55%. Und die Groundwater ist halt eher so, ich sag mal, ins Klo gefallen. Gerade wenn man mit nicht so viel Geld rangeht, empfehle ich natürlich, einzelne Kisten zu rollen, weil man dann eben auch, ich hoffe, dass das auf euch zutrifft, mehr Spaß daran hat, weil man eben öfter drücken kann, ne? Also wenn Sperling und ich im Casino sind, also wir waren vor kurzem tatsächlich wieder mal im Casino, es war richtig nice, dann drücken wir auch meist auf recht kleinen Beträgen rum und vor allem dann, wenn das Geld langsam leer geht, weil du halt einfach noch ein bisschen da sein willst und ein bisschen chillen willst, ne? Es ist für uns immer eine sweete Zeit. Mittlerweile sind übrigens auch in den Casinen die Getränke wieder am Start. Das heißt, wenn du da, also kostenlose Getränke, wenn du da mit, ich sag mal, 10 Euro reingehst und halt dann einfach mal 3 Cola trinkst und noch 5 Gutzel isst und dann vielleicht auch so ein Pizzateilchen bekommst, dann gehst du mit gar keinem so großen Minus raus, selbst wenn du alles verlierst. Obwohl wir dieses Mal tatsächlich mit einem Plus rausgegangen sind, wenn man uns beide zusammennimmt. Spelling hat richtig eingefahren. Ich war kurz davor, alles zu verlieren. Ich glaube, ich bin mit 15 Euro oder sowas rein und war dann auf 1 Euro oder sowas gestanden und bin dann wieder hoch, als hätte der Automat gemerkt, ich bin kurz davor, halt komplett unterzugehen. Bei Spelling lief es gerade voll gut und dann hat er auf einmal hochgedreht und ich bin dann hoch auf 8 oder 9 Euro und dann bin ich raus. So, hier auch wieder schön ein kleines Blüsschen gemacht mit dieser Powerloader. Jetzt gehen wir mal rüber, 55% war das wieder, und holen uns die nächstgrößere Case. Und zwar die Agent Case. Ist es nicht arg viel mehr, aber komm, es geht schon. Ich gehe hier direkt wieder auf die 5 und wisst ihr was, auch erstmal runter auf die 10%. Denn irgendwie fühle ich mich heute schon so ein bisschen lucky. Gib mir mal schön so ein Sir Bloody Miami Daryl und einmal die Sally. Ja, da greife ich doch gerne zu. Ja, Kondom an Kopf. Immer. Wow, ich habe 3,60 $ gezahlt und habe eben 7 noch was rausgeholt. Das war echt nicht schlecht. Ist der so viel wert, der Knilch? Wow. Und jetzt gehen wir auf die 50% und ich gehe direkt runter auf 3, dass wir noch ein bisschen haben. Ne? Die Boys und Girls von Zero Skins freuen sich nämlich immer, wenn die Videos etwas länger sind. Das habt ihr auch schon gemerkt. Ne? Das erste war ja über 40 Minuten lang, aber da habe ich schon gesagt, hey, das muss eine Ausnahme bleiben, weil das geht von meiner Seite aus nicht. Ah, guck mal da. Ungefähr die Hälfte. Aber so 20, 23, 25 Minuten kann ich schon machen. Mache ich auch in den Rucksäckel. Hier haben wir 54% Palus gemacht. Und wie war es hier beim Paulus Dödelus? Nö, Gottes Willen, was hatte der für eine Lose-Streak? So viele Hey, hey, hey. Ich habe auf Secret Exploration gedrückt, ich Dackel. Warum muss der zwischendrin noch 1000 von diesen Groundwaters? Schade, es war schon too late. Ihr könnt es ja im Video sehen, wie viel Prozent das oben waren. Und mir in die Kommentare schreiben. Und wisst ihr was? Da haue ich dann auch wieder was raus. Ist nicht so was Großes wie die Hyperbeast, aber da gibt es ein kleines Giveaway unter denen, die das geschrieben haben. Also mit den Agenten war ich noch nicht ganz fertig. Ich mache ja auch nochmal den einzelnen Roll und starte die ganze Chose bumm. Denn ja, man hat hier eben dann einfach mehr von seinem Geld, wenn einem das Gamblen Spaß macht und vor allem das Fiebern oder Mitfiebern Spaß macht, ja. Aber natürlich, oh, jawollo. Natürlich würde ich euch generell raten, dass ihr, ey, guck mal da, das im Moment läuft es ganz gut. Würde ich euch generell raten, dass ihr einfach zuguckt, bei mir zum Beispiel jetzt, und dann euch ganz genau überlegt, ob ihr wirklich Geld reincashen wollt. Ich meine, wenn ihr es macht und ihr erfüllt die Kriterien, die ich vorhin genannt habe, ja, und ihr gambelt vollkommen verantwortungsvoll, ich meine, dann ist es natürlich auch eine schöne Sache, klar, dann hat man daran Spaß und den will ich euch ja auch nicht absprechen. Also, wir haben jetzt hier die Icarus Case und hier gibt es eine Icarus Fell mit dabei und eine Desolate Space. Da habe ich schon Bock drauf. Wir gehen wieder auf 5 und auf 10%. 6,75 $ rein und mit wie viel gehen wir raus? Komm, ich brauche ein paar neue Schuhe. Auf. Und diesmal keine Crocs, bitte. Oh.
Sorry, Leute. Heute nur Crocs. Fuck. Ich habe letztes Mal schon Crocs gezogen. Da muss doch eine gute Sache bei rumkommen. Ich habe immerhin 10% Chance. Ja. $6,59 rausgeholt und wir sind mit $6,75 rein. Ja, 349% plus. Das ist schon sehr lecker. Da habe ich gebollert. Aber der Rest nicht. So, wir gehen auf die drei Kisten und auf die üblichen 50% und gucken mal, was so geht. Ne? Also, bedenkt hier auch noch zusätzlich, dass es ja nicht nur die Goldsachen sind. Die haben nur 40% und das hier ist nochmal mit 10% mit dabei. Da sind mir eigentlich die Kisten, die hier grau sind und danach Gold, lieber als diese Unterteilungen. Weil da hast du halt nochmal ein anderes Maß, beziehungsweise kein anderes Maß, aber eine andere Zusammenstellung der Chancen. Oh Leute, eine Kartell ist damit rumgekommen sogar. Und eine Dezimator. Ey, $12,90. Wundervoll. Aber naja. Plus haben wir nicht gemacht. Komm, ich gehe nochmal hier mit dem einfachen Ding rein und schau mal, was es so gibt. Komm, gib mir nochmal so was Kleines Goldenes. Oh Leute. Ey, die sind mal ein bisschen mehr wert als die 4. $12. Also das ist wirklich eine ultra gute Idee von euch gewesen, die ganzen Sachen im Backpack zu putten, denn so können wir halt wirklich direkt dann beäugen am Schluss, mit wie viel Dollar wir dann dastehen. Also einmal kann man schon noch machen. Übrigens fand ich sehr, sehr süß beim letzten Video oder unter dem letzten Video, dass ihr so viele Glückwünsche bezüglich meiner frisch erworbenen Vaterschaft, sagen wir das so? Nee, ach, ah ja, 4 Dollar, na also. Ja, dass ihr da so schöne Glückwünsche rausgehauen habt. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch nicht alles beantworten können. Mir fehlen noch einige Kommentare, auch der letzten Videos. Jetzt mit meiner Tochter ist es natürlich overall, einmal machen wir noch, schon viel zu tun. Aber es ist auf jeden Fall, zumindest jetzt am dritten Tag, der vierte Tag oder ihr vierter Lebenstag ist angebrochen. Es ist auf jeden Fall viel gemütlicher, als man oft erzählt bekommt. Zumindest bis jetzt. Und wisst ihr was? Einmal geht schon noch. Jetzt gönnen wir noch mal so eine Icarus-Fell in FN. Und dann bin ich eigentlich schon... Oh, das war gar nicht so schlecht. Wir waren sehr nah an der Icarus-Fell, aber auch sehr nah an der Groundwater. Also ich würde sagen, bis jetzt. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir Plus gemacht haben bis jetzt. Das war jetzt hier die Icarus-Case. Jetzt kommen wir zur Blaze-Case. Das reimt sich wunderbar. Und hier haben wir übrigens 34% Plus gemacht. Und da hinten 47. Und hier... 176, nice, 47, also ist, ja, es ist schön. Aber jedes Mal dann hier, ich meine, gut, ich gebe da auch nicht viel Geld aus, aber bei diesem Fünffach-Roll hier jedes Mal dann erstmal nur die Groundwaters oder Groundwater, ja doch, zu ziehen, das zieht schon rein, also ins Minus. Aber komm, für $9 kann man schon mal gucken. Man denkt sich halt, wenn ich hier eine Sache rauskomme, die schick ist, dann habe ich die halt locker wieder drin. Damit kriegen sie dich. Bis jetzt haben wir, glaube ich, bei den 10%-Dinger nichts Gescheites bekommen, ne? Doch, vorhin bei den Agents war was mit dabei. Alter Falter, $27. Wenn du so einen Roll machst, da kannst du ja eigentlich bedenkenlos... bedenkenlos nochmal rollen, oder? Du denkst ja, ich bin unbesiegbar. Alter, ich bin's! Immer noch im Plus drin. $12,32 raus mit $9 rein. Ich meine, es ist nicht riesig, das Plus, aber es ist da. Guck mal hier oben, hier sieht man es auch. Ne? 47%, 28, 61, 60, 28 und... wait a minute, bra. Hier nochmal die 31. Und dann habe ich halt die zwei Groundwater, die schenke ich euch. Nee, keine Sorge. Solche Sachen gibt es nicht. Aber ich werde später auf jeden Fall wieder einiges rausziehen und dann eben für die, oh Gott, das will nämlich viele Seiten, für die Giveaways fertig machen. Ja, ich warte aber trotzdem, weil später machen wir hier Select All und gucken dann, wie vorhin angekündigt, wie es so gelaufen ist. Jetzt haben wir praktisch bei 10% schon ein gutes Plus rausgeholt. Jetzt gehen wir mal auf die 50% und machen ja einmal drei auf und danach wieder unsere einzelnen Kistelchen. Nice wäre natürlich so eine Blaze. Ich glaube, so eine habe ich noch nie gehabt. Die Monster Mashup haben wir, glaube ich, beim ersten Mal bekommen. Die ist natürlich auch schön. Die wird es auch bald... Gab es schon im Giveaway? Leute. Die Gewinne sind wirklich nicht riesig, ne? Vom prozentualen Zuwachs her. Aber sie sind da. Also heute habe ich echt
den Lucky Day. Wobei man ja eigentlich sagt, Pech im Spiel und Glück in der Liebe und das Kind und sowas, ne, es ist alles gut gelaufen, aber ich habe einfach gerade Glück bei beidem. Oder habe ich jetzt gejinxt? Oh. Ich hab's gejinxt! Shit. So ein Loseballer 3, guck mal, die ist jetzt wie viel wert? 4 Cent. Und du gehst mit 5 Dollar rein. Das drückt sich später in der Bilanz ordentlich durch. Einmal mache ich noch. Ich glaube an die Glock 18 Bullet Queen. Ich glaube daran, dass diese genau jetzt drankommt. Ich mache meine Augen zu und dann sehen wir gleich. Ich warte auf dieses Klimbeldi-Bim-Bim. Achte. Fairy Tale. Und ein bisschen Plus wieder gemacht. Aber auf jeden Fall nicht das Riesenminus von gerade eben rausgeholt. So, und jetzt kommt noch zu guter Letzt diese schöne, nicht Glove, diese Containment Breach Kiste. Hier auch wieder Ob 8, sogar nur 30% auf die goldenen und 20% auf diese hier. Ich würde sagen, hier kann man noch viel, viel leichter richtig, richtig dick ins Minus rollen. Wir machen für $10,75 die ganze Chose hier fünfmal auf. Achtung, flupp. Und gucke mal, was so abgeht, ne? Ja, wo ist er denn? Wo ist denn mein kleiner Gewinn, ha? Ich sehe 3 goldene jetzt. Da kommen 3 goldene. Achtung, 1. 8 rausgeholt. Na, okay. Na, da kann man schon noch einmal reingehen. Komm schon, 10%. Immerhin haben wir hier übrigens wirklich die 10% und es ist alles Gold. Du hast nicht eine Unterteilung. Naja, gehen wir auf die 50%, machen 3 auf. Also ich hoffe jedoch auf ein Plus, aber ja, mit 27 rein und mit... Mit 66 raus. Eine Neo-Noir. Leute, wir haben eine Neo-Noir. Das war wirklich eine sehr schöne Drehung. Wir gehen hier wieder auf die einfache Drehung, aber ja doch, wir ziehen die mal so durch. Ich weiß es halt gerade nicht, ob es noch für eine High-Tier-Case reicht, aber wir gehen ja später dann auch noch ein bisschen was verschachern, verkaufen, um dann noch ein bisschen weiter drehen zu können. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nicht trifft, dann bin ich sauer. $23. Wir haben jetzt einen Plus von wie viel gemacht? 100, ich habe hier einen Macken in der Ding. 150% sind, glaube ich. Ja, 158%. Jetzt lasst uns kurz gucken bei diesen High-Tier 50% Cases. Da haben wir eine nämlich für 15 und eine für... Oh, das wird sich natürlich jetzt anbieten, ne? Hier $31 übrig und die ist 31 wert. Aber wir gucken erstmal rein, okay? Weil wenn das so eine ist, hier kannst du halt so hart auf die Schnauze fallen, ne? Du haust einfach $31 weg. Du schießt sie einfach in den Wind, wenn du die Groundwater bekommst. Und die Chancen sind hier dieselben. 50%. Du hast die 50%ige Chance, dass eine Groundwater kommt. Und das ist bei der anderen, glaube ich, nicht besser. Bei der hier. Naja, egal. Wir machen diese hier jetzt zweimal auf. Aber nicht zweimal gleichzeitig, sondern zweimal hintereinander für den Spaß. Ihr müsst mir jetzt halt echt die Daumen drücken, dass hier noch was rumkommt. Weil ich denke, hierdurch können wir jetzt steuern, ob wir jetzt am Schluss, wenn wir dann gleich in den Backpack reingehen, mit einem Plus oder eben mit einem Minus dastehen. Achtung, die erste wird geöffnet. Und ich glaube, ich spüre hier schon etwas. Aber wahrscheinlich halt... %40. Es ist auf jeden Fall ein Plus. Da ist aber ein Plus von 50% drin, sag ich jetzt mal. Was wäre eigentlich die Ding wert gewesen, diese Emperor oder das, was da gerade eben... Shit, das ging ein bisschen ins Höschen. Aber wisst ihr was? Gar kein Problem, denn auch mit $1,93 kann man noch ein bisschen was anfangen auf der Seite. Ich zeige euch hier nochmal geschwind diese Extra-Geschichten. Bei den Lucky Items kann man hier wahrscheinlich das Geld am besten anlegen. Da kann man sich dann zum Beispiel hier diese Fever Dream aussuchen und sich dann die Chance selbst einstellen. Und wenn ich jetzt hier eben runtergehe, können wir mit 40 Cent reinspielen oder wir können so hochgehen, wie wir wollen. Ne? Wir haben $1,93 und könnten schauen, was wir damit eben für eine Chance uns ersnacken können. Wir könnten uns 24% holen. Ich denke, es wird hierbei bleiben, aber es gibt natürlich auch noch die Secret Exploration, wo wir eben auch noch für einen sehr geringen Betrag reinkeckeln können. Also für 77 Cent pro Feld hat man die Chance, hier sowas zu ziehen. Und das sieht natürlich, das sieht schmackhaft aus. Wir machen uns die Chancen an und wenn du die siehst, denkst du dir, ist es wirklich schmackhaft? 50%? Weiß ich jetzt nicht. Ich werde eine Mischung aus beidem machen, wisst ihr was? Ich mache das. Ich mache hier eine auf und zwar die goldene Mitte. Gut, die verkackte Mitte. Und gehe danach in Lucky Items und schau bei der Fever Dream mit 1,16 können wir uns doch immer noch 14% erhaschen. Es ist dann auch nochmal ein ganz normales Dödel-Gambling-System. Aber hier hast du immerhin... Oh mein Gott, wie knapp!
Hier hast du immer den Sound, was mir sehr gut gefällt. Also an die Zero Skins Boys, bitte baut, wenn es möglich ist, und ich denke, das ist möglich, den Sound grundsätzlich ein. Es ist viel schöner mit diesem Geklicke, viel, viel schöner. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Backpack, glaubt ihr, wir haben jetzt Plus gemacht, sind wir ungefähr gleich geblieben oder haben wir einen Verlust gemacht? Haut's einfach mal geschwind in die Kommentare, haltet das Video kurz an, bum, bum, bum. Und ich schaue jetzt, was abgeht. Also wir sind hier mit $238.58 gestartet und gehen raus mit $155. Also die ganzen Groundwaters können wir schon mal verkaufen für $3.56. Sell. Jetzt können wir natürlich mit dem Groundwater Geld nochmal rein und das würde ich auch gerne kurz bei der Secret Exploration, bei den Lucky Items machen. Und zwar nochmal hier, weil ich glaube, hier haben wir letztes Mal Glück gehabt oder Pech. Ja. Jetzt können wir noch die Sticker hier verkaufen und ich schaue mal generell durch, was wir jetzt schon länger nicht mehr im Giveaway hatten, beziehungsweise schon zu oft im Giveaway hatten und somit eigentlich nicht benötigen. Ich werde heute wieder Filler-Skins auscashen, damit wir die Giveaways auf Twitch auch schön weitermachen können. Übrigens Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Es gibt in jedem Stream Giveaways diese Woche, also in der Woche, in der wir uns halt gerade befinden, ihr wisst schon. Da sind die Streams nur sporadisch oder spontan am Start, weil ich eben, frisch Vater geworden bin und da erstmal noch ein bisschen die ganze Sache einpendeln lassen muss. Ich würde sagen, doppelt, das können wir sowieso raushauen, ne? Also die Dezimator können wir wegklatschen, die Negev können wir wegklatschen. Ah, wir haben auch zwei Tooth Fairies. Aha. So, können wir auch verkaufen. Und jetzt können wir nämlich gleich noch in so eine High-Tier-Case reingehen. Ja, auch wenn wir hundertprozentig richtig dick auf die Fresse fliegen. Mich schmerzt das nicht, wenn ich da broke gehe, weil ich eben die Funds, um hier zu spielen, vom Seiteninhaber bekommen habe. Bei euch ist es natürlich eine andere Sache. Ja? Ihr verliert euer Geld. Komm, machen wir ordentlich. Gib uns mal ein kleines Plus. Ja? Vielleicht sogar irgendwas, was wir... Oh, jawohl. Jawohl. Die ist nicht so... Oh! Oh, Gottes Willen, also. Was wäre die hier wert gewesen? Integral? Die sieht halt voll wertvoll aus. Ich weiß es aber nicht. Dann will ich die Knife Case auch nochmal probieren. Auch wenn das jetzt gerade nicht in die 50% Geschichte reinpasst, aber das würde ich gerne probieren. Ich habe hier 15% Chance zu gewinnen und 15 klingt ja fast wie 50. Man muss es sich halt nur schön reden, ne? Ja, ja. Uff, hallo. Hallo, leckere USPS. Okay, die putte ich ins Backpack. Natürlich riecht man dann hier, gerade wenn man da so nah an einem, was waren es, Handschuhe dran ist, dass da noch was kommt. Und deswegen gehen wir in den Backpack und hauen die auf jeden Fall raus. Also sowas müssen wir da nicht drin behalten. Und gehe hier nochmal in diese Knife Glove Case rein. Aber das ist dann auch das letzte Mal für diese Case. Wenn da was Schickes kommt, ist es schön. Wenn nicht, dann ist es auch gut. Dann gehe ich nochmal rüber zur Secret Exploration. Ah ja, hallo. Hallöchen, USPS. Wie geht's dir? Die verkaufe ich jetzt auch wieder. Und dann werde ich hier den Rest einfach verballern. Mission failed. We'll come next time. Und zwar haben wir jetzt hier 201. Habe ich vorhin irgendwas vergessen? Wir haben Plus, hä? Warte. Lois, das ist nicht mein Batman-Glas. So, Dele, kurzer Einschub, denn wir suchen jetzt den Gewinner für diese M41S heraus. Ich gette die YouTube-Comments von dem ersten Gamble-Video, also ja, dem ersten Zero-Skins-Video halt. Und die Aufgabe war da, nicht nur zu kommentieren, sondern ich habe gesagt, wer an diesem Giveaway mitmachen möchte oder teilnehmen möchte, der muss in seinem Kommentar über Gambling an sich schreiben. Also wie ihm halt Gambling so gefällt, was er dazu sagt, wie die eigene Meinung ist und oder wie dieser Person eben die Gamble-Videos von mir gefallen oder eben dieses eine Video. Also falls ich jetzt hier draufklicke und es kommt irgendjemand, der nur kommentiert hat, weiter so, dann ziehen wir den nächsten, weil dann trifft derjenige halt nicht die vollen Voraussetzungen. So, Dele, also, hoffen wir mal direkt, dass alles chillig läuft. Boom, Mr. Brixy Beaks. An sich ist Gambling ja was Negatives, aber in Games sieht das schon anders aus. Da wird man gefühlt nicht süchtig von. Vielleicht geht es auch nur mir so. Cases öffnen ist ja auch Gambling, ist aber nice. Und ich gucke mir den Gambling-Part als Nicht-18-Jähriger an. Pfui, Barbreak, das kannst du doch nicht machen. Aber gut, immerhin trifft der Kommentar auf das Giveaway zu. Somit hat Break die M41S Hyper Beast in Minimalware, glaube ich, gewonnen. Break, bitte hier unter diesem Video einfach kurz melden. Einfach sowas schreiben wie, hey, wow, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Hihihi.
Dann frage ich dich nach deinem Trade-Link und daraufhin schreibst du ihn mir einfach als neuen Kommentar. Ganz wichtig. Denn meine Kommentare sind wie folgt sortiert. Also ich habe hier immer unbeantwortete Kommentare und erzähle nur diese Hauptteile. Wenn ich jetzt hier drauf antworte, dann ist der weg. Und wenn dann auf meine Antwort eine Antwort kommt, erscheint die hier nicht mehr. Das ist dann weg. Also wenn ihr mich, egal womit, zwingend erreichen wollt, dann schreibt am besten immer einen neuen Kommentar, weil dann macht's flupp und der wird einfach hier oben drauf gelegt. Und ja, ich weiß, ich muss noch ein bisschen was machen. Ich habe ja gesagt, ich möchte hier auf jeden Fall wieder schicke Skins für die Giveaways mit am Start haben, gerne auch Filler-Skins, wobei hier dann doch recht dicke Teile dabei sein werden. Und zwar einmal die AWP Redline, die haben wir nämlich schon lange nicht mehr gehabt. Nach diesem Kriterium gehe ich an vorderster Front. Dann Mecha Industries, die nicht so oft bei uns vorkam. Des Weiteren noch eine Fairy, Tooth Fairy meine ich. Die gab es bei uns sicherlich schon mal, aber es ist länger her. Und eine Nightmare, weil Nightmares einfach edel sind. Und auch da war das Giveaway schon etwas älter. Ach komm, und ich nehme auch die Torke mit, was soll's. Dann haben wir noch einen Zweitskin. Also in den Giveaways auf Twitch gibt es halt immer etwas Größeres. Also zum Beispiel eine Tooth Fairy, dann irgendwas Kleineres. Zum Beispiel diese Torke. Und dann noch ein Sticker und ein Graffiti. So ist es bei uns auf Twitch, zumindest in jedem Stream. Gut, dann cache ich jetzt diese Items aus. Und wir schauen mal, wie der Hase so läuft. Ich habe den zweiten Account hier drüben wieder ready gemacht. Und ja, guckt dann gleich auf die Zeit. Wir beobachten einfach hier unten die Anzeige von den Bots. Also man sieht es ja dann. Es läuft noch. Flupp. Man sieht dann hier ja, wie lange sie gebraucht haben, ne? Processing. Und diese 5 Sekunden eben haben schon draufgezählt, dieses Laden, ne? Die haben jetzt nicht bei Null angefangen. Jetzt chillen wir einfach. Ich werde vielleicht einen Cut reinmachen. Und zwar jetzt. Und da ist der erste schon fertig geworden mit 24 Sekunden. Ich gehe rüber. Hier, ne? Der gesehen. Ich switche und. Okay, jetzt sind die 5. Die sind wohl jetzt direkt nachgetickt, als ich rüberge. Das ist schon alles. Also es ist wirklich flott. So, ich nehme mal eben alles an. So, ja, und der Rest eben auch. Dankeschön an Zero Skins. Nicht, weil ich irgendwelche Chancen oder sowas habe, sondern einfach, weil ich die Sachen auch auszahlen darf. Die Videos sind ja gekauft, die sind ja bezahlt. Und das kriege ich noch oben drauf. Das ist wirklich eine nette Sache. Denn so habt ihr auch direkt was davon. Ja, so ist auch dieser ganze Giveaway-Charakter gegeben. Jetzt heile ich hier wieder alles und drücke einmal auf F5. Und flupp, die Skins sollten jetzt weg sein und wir haben wieder eine Seite. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, was diese Seite wert ist, weil jetzt können wir wirklich alles erfassen. Und wir haben hier nach wie vor 201 Dollar liegen. Das werde ich dann entweder nächstes Mal noch hier oben drauf packen und dann machen wir mal die richtig dicken Sachen auf. Also nicht die absolut fetten, ne? Jetzt keine 500er, weil dann ist alles weg. Aber da gehen wir schon in die High-Tier-Case rein, weil da haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Start. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes und nochmal vielen Dank, dass ihr, also die vernünftig sind, 18 sind, die mit ihrem Geld und sich selbst gut umgehen können, edel, dass ihr eben auch bei Zero Skins reinguckt, ja. Alleine die Anmeldungen gehen bei mir auf mein Portfolio drauf, ja, also das steht bei mir in den Statistiken drin und die Einzahlungen erscheinen dann natürlich auch. Also nicht personalisiert, aber bei mir sieht man, wie viel über mich reinkam und das ist natürlich dann eine schöne Sache, ja. Aber nichtsdestotrotz, achtet auf euch und euer Geld, ja. Und wenn ihr einfach hier kostenlos reingeht und bei den Giveaways mitmacht, dann ist es auch gut. Haut da rein und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.